Dein wöchentlicher Blick in die Sterne auf Sol FM, damit du gut durch deine Woche kommst. Wochenhoroskop für die Woche vom 26. Juni bis zum 2. Juli 2023. Widder. Diese Woche ist zeitweise nicht ganz so prickelnd. Sonne und Merkur stehen im Quadrat zu Ihnen. Das macht Sie nervös und gereizt. Wenn es Ärger gibt, sind Sie vermutlich nicht ganz unschuldig dran. Venus im Trigon sorgt aber dafür, dass der Streit sich bald widerlegt. Und Sie wissen doch, wie schön Versöhnung sein kann. Mars hilft Ihnen dann, die letzten Reste der Missverständnisse zu beseitigen. Stier. Die Sterne fahren in dieser Woche mit uns Achterbahn. Kaum läuft irgendetwas gut, schon gibt's den nächsten Dämpfer. Wie gut, lieber Stier, dass Ihre persönlichen Sterne die stürmischen Wogen glätten. Sie fühlen sich zwar etwas müde und erschöpft, sprich Mars-Quadrat, und in der Liebe tut sich auch nicht viel, weil Venus-Quadrat, alles andere läuft aber ziemlich gut, vor allem finanziell geht's wieder aufwärts. Zwillinge. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ihr Lichtlein, lieber Zwilling, ist in dieser Woche die Liebe. Ein Licht, das den Himmel über Ihrem Leben wieder zum Leuchten bringt und Sie total verzaubert. Ein Lächeln, eine zärtliche Berührung, ein Liebesgeständnis, eine leidenschaftliche Nacht. Sie haben jetzt gar keine Zeit mehr an etwas anderes zu denken als an Liebe. Krebs. Was ist Ihr Herzenswunsch, lieber Krebs? Sie wollen ihn nicht verraten? Auch gut. Dann verraten Ihnen eben die Sterne etwas. Ihr Herzenswunsch könnte sich in dieser Woche erfüllen. Glücksaspekte von Jupiter, Sonne und Uranus haben da einen Zaubertrank speziell für Sie angerührt, mit einem Neptun-Trigon als geheimer Zutat. Und schon beginnt Ihr Herzenswunsch, sich zu erfüllen. Löwe. Die gute Nachricht zuerst. Venus nimmt Sie in dieser Woche ganz fest in Ihre Arme. Heißt so viel wie viele zärtliche und auch leidenschaftliche Stunden, erwarten Sie, lieber Löwe. Und die Liebe wird Sie dann auch über das hinwegtrösten, was gerade nicht so gut läuft. Ein Jupiter-Quadrat legt dann nämlich ein paar Stolpersteine in Ihre Alltagswege. Aber was soll's, die Liebe lässt sich darüber hinwegfliegen. Jungfrau. Das aufregende Hin und Her zwischen Glück und Pech, das die Sterne vielen von uns in dieser Woche zumuten, berührt Sie kaum, liebe Jungfrau. Positive Energien von Uranus und Merkur ab Dienstag im Krebs, Jupiter und Pluto lassen Ihren Alltag in geordneten Bahnen verlaufen. Das hilft Ihnen, neue Kräfte zu sammeln. Dazu gibt's von Jupiter die eine oder andere erfreuliche Überraschung. Waage. Venus steht im herrlichen Sextil zu Ihrem Zeichen und das ist für Sie, liebe Waage, immer ein Signal, mit offenem Herzen nach liebesuchenden Augen auf die Welt zu schauen. Sie suchen nach echten Gefühlen, Harmonie und tiefem Verständnis. Aber jetzt steht auch ein leidenschaftlicher Mars im Sextil zu Ihnen und da haben Sie Lust auf mehr, auf Erotik und Sex. Wünsche, die nicht unerfüllt bleiben. Skorpion. Diese Woche erleichtern Ihnen Jupiter, die Sonne und Merkur im Krebs das Leben. Sie können einiges schaffen und Sie dürfen sich jetzt ganz besonders auf Ihr Bauchgefühl verlassen. Und mit Saturn kommen Sie Ihren Zielen schnell näher als gedacht. Im Job ergeben sich Möglichkeiten, an die Sie im Traum nicht gedacht hätten. Aber das Leben ist ja immer wieder für tolle Überraschungen gut. Schütze. Himmelhoch jauchzend beschreibt und vermutlich Ihre Gefühle am besten. Lieber Schütze, die Liebe, sprich Venus und ein Mars-Trigon, setzen Sie in dieser Woche auf Wolke 7. Sie sind fest überzeugt, die große Liebe gefunden zu haben. Argumente dagegen lassen Sie kaum gelten. Aber Liebe macht oft blind und ein Neptun-Quadrat kann jetzt Herz und Gefühl auch in falsche Richtungen lenken. Steinbock. Merkur und die Sonne treffen sich mit Jupiter. Sieht ganz so aus, als rolle eine Glückswelle auf Sie zu. Sie haben einiges vor und auf dem Weg zu Ihrem Ziel wenige bis gar keine Hindernisse. Im Gegenteil, Sie finden überall Hilfe und Unterstützung. Ein kritischer Pluto sorgt zwar hin und wieder für Konfliktpotenzial, Merkur hilft Ihnen aber, die kleinen Probleme schnell aus der Welt zu schaffen. Wassermann. Venus und Mars im feurigen Löwen sorgen dafür, dass es Ihnen bestimmt nicht langweilig wird, vor allem in der Liebe. Gut möglich, dass es zu einer außergewöhnlichen Begegnung kommt, bei der die Funken nur so sprühen. In der Partnerschaft kehrt wieder frischer Schwung ein und es fühlt sich wieder gut an. Auch beruflich spüren Sie, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und dass der Erfolg nahe ist. Fische. Die Sterne helfen Ihnen jetzt, wichtige Dinge in Ihrem Leben nach Ihrer Vorstellung zu beeinflussen und zu gestalten, die Liebe ausgenommen. Da bleibt alles erstmal so, wie es ist. Aber sonst bekommen Sie mit dem Sonnetrigon und einem Jupiter-Sextil alles in Ihrem Sinne geregelt. Wenn Sie mal unsicher bei Entscheidungen sind, hilft Ihnen ein intuitiver Mond. Hören Sie einfach auf Ihr Bauchgefühl. Das war dein wöchentlicher Blick in die Sterne auf Sol FM, damit du gut durch deine Woche kommst. Und das aktuelle Wochenhoroskop gibt es auf der Seite www.fuerteventura.news als Video und als Podcast zum nochmal anhören.